Hallihallöchen und willkommen zurück zu Planet Coaster. Heute möchte ich auf jeden Fall dieses Gebäude abschließen, dass wir damit fertig werden. Hier den Gartenbereich haben wir soweit ja fertig. Da könnte noch ein bisschen Beleuchtung dran auf jeden Fall. Hier kann ich mir auch noch ein paar Bänke vorstellen für die, die warten auf ihre Freunde, die damit fahren wollen. So Personen wie ich zum Beispiel. Ich sitze dann immer vor den Freefall Towern und warte und ja, meine Freunde fahren alle eine Runde. Nee, aber wir wollen das hier heute abschließen, soweit. Dazu müssten wir hier vielleicht noch was anbringen, um ja, um das hier so abzugrenzen. Am besten irgendwie auch Balken. Ich glaube, es gibt Stahlbalken. Ich bin mir aber nicht sicher. Also ich weiß halt, dass es den gibt. Gut, Blechplatte, aber es ja, kommt ja trotzdem im Prinzip hin. Der ist aber ans Raster gebunden. Ich brauche ja einen, den ich jetzt so querlegen kann. Und am besten der, der kurz ist. Und aber auch. Ja, genau. Nee. Der Rest ist halt alles immer Holz. Das ist so mein Problem. Auch alles Holz. Haben wir vielleicht bei Wanddeko irgendwas, was man dann nehmen kann? Ich möchte halt ungern Holz nehmen, weil wir haben hier sonst das Material ja so gut wie gar nicht benutzt. Aber ich befürchte, dass wir da gar keine andere Wahl haben. Was ist das? Auch Holz, ne? Spukhausholz, ja. Auch bei den Gerüstsachen könnten wir Glück haben. Aber die sind alle sehr dick, ne? Nein, du gehst. Oh, perfekt. Sehr schön. Aber 2 Meter ist zu lang. Wir brauchen hier theoretisch. Ey, kommt doch bitte an Oberfläche ausrichten. Dankeschön. Wir bräuchten theoretisch einen, der nur. Hier ist auch voll die Lücke in der Wand, sehe ich gerade. Der nur so einen Meter oder so lang ist. Wenn wir den nämlich jetzt hier so anbringen, ne? Sehen wir ihn nicht. Perfekt. Okay, ich habe nichts gesagt. Aber auf der Seite wird es, glaube ich, ein Problem. Muss mal gucken, wie wir das dann lösen können. Den würde ich dann jetzt aber auf jeden Fall. Winkel an, bitte. Einmal hier überall entlang anbringen. Dass der im Prinzip die Glasscheiben festhält. Im oberen Bereich. Bisschen nach hinten. Perfekt. Guck mal, so habe ich mir das doch vorgestellt hier. Müssen wir, wie gesagt, nur hier gucken, was wir da machen, weil der wird hier natürlich jetzt dezent rausgucken. Es war gar nicht so ein unerhebliches Stückchen. Die Position ist auch nicht sehr schön. Ich weiß nicht, ob man da was machen kann, designtechnisch, um das zu verstecken. Haben wir denn hier noch? Ja, genau. Das könnte natürlich funktionieren. Mal so, dass man es nicht sieht. Das wäre jetzt eine Option. Die finde ich gerade sehr gut. Das finde ich mega. So, warte mal. Wie siehst du denn? Oh, du wärst auch hier perfekt für zwischen, ne? Passt. Nee, pass auf, dann machen wir hier den auch aus. War das das Element? Ja. Aus dem Element.
passt. Ja, lassen wir so. Oh, das geht aber gar nicht richtig bis zur Wand, ne? Wie ist die Wand hier weiter weg als da? Das würden wir ja theoretisch auch noch hinkriegen. Wenn uns das jetzt alles mal einmal kopieren. Auch den Zaun bitte. Oh, ihr gehört nicht zum selben Gebäude doch, ne? So. So, jetzt hätte ich gerne natürlich die Zäune noch. Die aber, glaube ich, zum anderen Gebäude gehören. Schieben wir mal ein Stückchen. Ist das nicht mehr so perfekt mit der Rundung da unten, ne? Ja, komm, ist egal. Ja, machen wir. Hier nochmal so eine Säule hin. Soll der Geiz. So. Ist da nochmal eine Säule. Hauptsache, die Gesellen kommen hier so erstmal nicht durch. Das ist das Wichtigste. Sieht vielleicht aus, wenn wir hier auch noch eine Säule hinmachen, so zwischen die Fenster. Dass man es von außen nicht sieht. Könnte man hier auch noch machen, ne? Machen wir mal. Machen wir da auch noch so eine Säule hin. Perfekt. So, jetzt haben wir da aber noch Platz. Wir könnten, passt auf, da noch ein Skelett anbringen. So von wegen, die haben es geschafft zu mumifiziert, also nicht mumifiziert, also zu Zombies zu werden. Aber der eine Kollege hat es leider nicht mehr geschafft. Bei dem hat das Experiment nicht so funktioniert. Schade. Ist doof gelaufen. So, warte mal, du. Hängst da nur so rum. Lassen wir den liegen. Du sitzt, ne? Komm, ich glaube, dich finde ich ganz gut. So, aber bitte nicht bewegen, danke. Ich will hier nicht immer alles anklicken. So. Der hat es nicht geschafft. Es tut mir sehr leid. Hätte klappen können, aber... Hm. So, was können wir denn noch Schönes hier hinmachen? Haben wir noch irgendwas animatronisch? Oh, das Ding ist jetzt kaputt. Na, das ist ja ein Traum. Way, yippie. Rotierender Bewässerungs... Was? Sowas haben wir? Sprenkelanlagen? Seit wann haben wir Sprenkler? Cool. Ist mir auch neu. Roboterarm. Ja, Schlangen machen jetzt nicht so Sinn. Spinnen und Spinnennetze wären vielleicht auch noch ganz nett. Der Rest, den ich jetzt hier so sehe, nicht ganz so. Wo waren denn die Spinnennetze? Wisst ihr das zufällig? Helft mir mal. Die waren doch bestimmt hier, oder? Immer auch noch die Großen sagen, kriegen die noch hier so ein Sofa? Aber nee, die sind ja eigentlich, sind das ja hier so Experimente gewesen. Wir können die natürlich noch... Knochenstücke hinlegen. Nee, komm, lassen wir mal. Da haben wir den Schnee. Ich möchte aber die Spinnennetze, bitte. Waren die nicht hier? Anscheinend nicht. Toll. Zeitungsautomat.
Dann gucken wir mal allen. Reicht Netz? Ja, perfekt. Perfekt. Sehr gut. An die Oberfläche bitte ausrichten. So, ist alles schon ein bisschen eingestaubt hier. Nein, wollte. So. Oh, das ist ja putzig. Nee, dann machen wir auch das bitte. Ja, an die Wand. So ruhig auf einmal, ne? Da hat sich halt schon lange hier keiner mehr drum gekümmert, um diese Ecke. Ja, kann man hier vielleicht das noch so irgendwie kreuz und quer da drüber legen? Ist da so schräg? So in die Richtung. Ist hier so ein bisschen halt, ne? Eingesponnen ist. Und den ganzen Spinnen. Wo ist die Wand? Da, wir sind eigentlich schon gut an der Wand, ne? Pass auf, machen wir mal so. Finde ich gut. Da hat sich halt, ne, sehr lang keiner drum gekümmert, hier mal aufzuräumen. Jetzt würde ich noch so ein Spinnchen nehmen. Animatronisch. Nehmen wir mal das Netz raus. Wollen wir denn die Spinnen? Da. Da haben wir so eine kleine. Okay, du springst. Musst du ja gar nicht. Du kannst da auch einfach gechillt sitzen. Und die hangelt sich hier von oben irgendwo runter. Oh Gott, ich kriege jetzt schon innerliche Panikzustände. Wo ist sie denn? Ich sehe sie nicht. Hallo? Da ist sie. Jo. Jo. Warum? Warum tue ich mir das selber an, ne? Kannst du so verschwinden? So. Oder doch eher hier oben. Ich glaube, so ist cooler, ne? Ich mal sag, so ist cooler bei einer Spinne. Und du, Kollege, du bleibst mal sitzen. Perfekt. Vielleicht, guck mal, vielleicht können wir dich ja auch triggern mit dem Fahrgeschäft zusammen, dass die halt immer nur einmal kurz aktiviert, wenn der Sprung ist. Sprung. Da haben wir Wandleuchte mit drin. Okay, ja, ist ja nicht schlimm. Objekt mit Auslöser verbinden. Die da. Bestätigen. Und die soll bei dem Auslöser. Ja, sollst du reagieren. Dann bewegt sie sich halt alle paar Minuten mal. Finde ich, glaube ich, ganz gut. Fertig. Okay. Machen wir das mal so. Wo ist denn der Techniker? Bist du das? Nee.
Der Techniker schon da? Oh, der geht gerade rein. Perfekt. Okay. Dann ist das Gerätchen ja hier gleich wieder eröffnet. So, dann können wir jetzt ja hier. Wobei hier noch so ein schummriges Licht wäre ganz cool. Müssen wir einmal die Beleuchtung wieder ändern. Ja, weil hier ist nämlich noch sehr dunkel. Beleuchtung. Können wir da denn nehmen? Also die wird natürlich hier wieder sehr gut passen. So vom Licht her. Das Licht ist natürlich mega, aber diese Kugeln passen nicht ganz. Vielleicht können wir aber. Kann man hier die Beleuchtungsfarbe ändern? Ich glaube nicht, ne? Oh, du bist der Riesenstrahler. Ne, den wollte ich nicht. Hier vielleicht das so als Deckenleuchte. Hatten wir da nicht noch was Kleineres? Was dann halt auch so ein Licht abgibt. Kann man ja dann auch zwei nehmen. So. Ach, ihr gehört jetzt nicht zum Gebäude, ne? Ihr blöden Dinger. Damit ich euch bitte gleichzeitig bearbeiten kann. Bist du die Lichtfarbe? Nein. Dann bist du die Lichtfarbe. Ja. Was haben wir denn da für eine Farbe? Einmal hier bitte. So ein Türkis wäre schon cool. Vielleicht ein bisschen bläulicher. Das ist cool, oder? Doch, das hat was. Hallo. Guten Tag. Ich gehe mal weiter. Dann haben wir hier diesen Mechanismus. Da wollten wir noch eine Glasscheibe vorsetzen, ne? Dann geht man hier weiter runter. Dann flackert das hier zwischendurch. Oh, was haben wir denn da gemacht? Da müssen wir nochmal dran. Und dann ist hier der. Ja, ist doch cool. Okay. Ich würde dann gar nicht großartig weiter dran basteln wollen hier an der Warteschlange. Wir machen hier noch auf jeden Fall die Glasscheibe dran und dann setzen wir das Dach drauf. Wir merken direkt, ne? Es funktioniert wieder. Der Sound ist zurück. Waren die bei Gebäude? Ich glaube, ne? Glas. 4x4. So. Und da halt keiner reinläuft. Das war schon zu tief. So. Das sieht gut aus. Haben wir das einmal dahinter in Glas eingefasst? Da pummelt uns dann keiner dran herum. Sehr gut. Okay, aber das hier gefällt mir noch nicht, wie das da positioniert ist. Und dann die Scheibe. So wäre es an der Scheibe. Okay, perfekt. So, Dach drauf. Yay.
Sind wir in dem Gebäude? Ich glaube, wir sind in dem Gebäude. Das wird sich natürlich jetzt als Dach vielleicht anbieten. Obwohl, das ist sehr weiß, ne? Kann man das ändern? Könnte man. Wir gucken mal, was wir dann noch haben. Flachdach. Metall. Oder einfach hier so Beton. Vielleicht den glatten. Dann ist die Frage, wie hoch? Wenn wir das so anbringen, das würde passen, ne? Mit den Säulen. Können aber theoretisch auch einen runter. Dann haben wir aber das Problem, dass wir hier immer irgendwo durchglitschen, ne? Ja. Gut, dann gehen wir doch hier einen drüber. Deckel drauf. Dann müssen wir noch gucken, wie wir hier die Umrandung irgendwie schön kriegen, weil die Wand und die hier ja alle einen rausstehen und nicht innen liegend sind. Aber das, aua, 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 kriegen wir auch noch hin. Haha, mein Fuß. Schmerzen, nicht schön. Oder wir machen hier noch so eine kleine zweite Etage drauf. Ich glaube, das tut dem Haus ganz gut. Wenn man hier noch so eine Etage draufzieht. So viel zum Thema, ich möchte hier fertig werden mit dem Haus. Jetzt baue ich doch noch weiter. Hä? Machen wir da auch noch mal die wunderschönen Wände oder sagen wir, nee, da kommt jetzt was anderes obendrauf. Das passt halt null. Könnte natürlich mit dem noch weitergehen, ne? Oder passt man sich, hallo, an den Turm an, aber das ist für mich kein Material für die erste Etage. Die nicht hier oben bleiben, das passt auch nicht, ne? Stein wäre auch eher was für unten. Ne, passt auf. Bevor wir hier uns ganz doof und dämlich hier durchsuchen, wir nehmen einfach mal das, was wir auch hier unten hatten. Wir müssen ja nicht so hoch gehen, theoretisch. Und wir können ja jetzt hier auch eins reingehen. Etage muss ja nicht so hoch sein. Ich wollte die gar nicht so breit machen, ne? Fällt mir gerade ein. So. Mal dann hier Ende. Nee, komm. So. Und dann hier noch so ein Einer drauf. Dann haben wir eine Dreierhöhe. Achso, wir müssen gucken wegen Fenster, ne? Ich würde ja hier und hier auch wieder Fenster einbauen wollen. Könnte man aber ja runterschieben. Nehmen wir die Fenster wieder. Eigentlich ganz praktisch dann, ne? Die haben wir ja auch unten schon benutzt. Was ist das dann hier mit dem Einer? Nicht ganz. Oder wir müssen es halt einen runtersetzen. Dann können wir hier aber auch überall die Vierer nehmen. Aha, das ist ja blöd. Aber Fenster hätte ich schon gerne. Wir können ja gucken, wo wir noch Fenster einbauen, bevor wir jetzt hier den Deckel drauf machen. Hier an der Seite würde sich natürlich noch eins anbieten.
hier hinten. Dann auch noch eins machen. Und vielleicht können wir ja auch noch eine Tür einbauen. Weil die gibt es nur dann mit diesem Fundament-Ding, ne? Dachte so für eine Tür halt nach draußen, aber nee, das kriegen wir dann nicht hin. Dann mache ich das Fenster lieber hier hin. Gott. Einmal hoch, bitte. Ja, das passt. Hallo, ich habe geklickt. Dankeschön. So, gut. Dann machen wir das noch als zweite Etage. Ich glaube, das ist ganz gut. Und dann gucken wir in der nächsten Folge, wie wir hier diese Kante eventuell verschönern können, dass man das nicht mehr ganz so eklig sieht. Hier kann ein kleines... Ach so, ja, da macht das Fenster natürlich keinen Sinn. Warte. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Dann machen wir das nämlich so. Hier kommt dann nämlich schon mal so ein kleines Dach hin und dann kommt hier das ganze Dach noch drauf. Und noch ein bisschen Deko und dann würde ich sagen, sind wir mit dem Gebäude auf jeden Fall dann in der nächsten Folge fertig. Und gucken, wie wir hier den Rest noch gestalten. Das Riesenrad könnte natürlich mal langsam ein bisschen was gebrauchen an Verzierung drumherum. Das ist ja katastrophal. Hier kann noch ein Gebäude hin, hier kann noch ein Gebäude hin. Ja, wir haben noch ein bisschen was zu tun hier in der Ecke. Ich bedanke mich dann aber an dieser Stelle recht herzlich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüsselü.